Sind wir vom Parkplatz Wildparkreuth losgegangen. Kommen wir zur Spargaalm und die Sonne leuchtet schon in die Südhänge hinein. Und dann gehen wir gemütlich auf den Risserkogel. So, jetzt sind wir schon am Wanderweg. Jetzt schönen Ausblick auf Leonhardstadt, die Südwand zum Kraxeln. Und da war es ein Buchstein, einschließlich Buchstein. Ja, eine schöne Alm, ein schöner Bankerl in der Sonne. Da lasst sich das aushalten. He? So, wir schrauben uns weiter in der Sonne nach oben. Allmählich liegt mehr Schnee herin. So, jetzt sind wir schon relativ weit um. Jetzt gibt es doch noch eine geschlossene Schneedecke. So, jetzt sind wir hier oben am Grat. Das ist ein wunderschöner Kamm zum Laufen. Da schaut der Blankenstein schön rüber mit seinem Normalaufstieg. Da hier oben sind jetzt die Gerüdeln hilfreich. Das ist gut. Blankenstein, der Wallberg, da drüben ist der Setzberg, da waren wir gestern. Ja. Ja. Alpinistischere Passage. Und dann ist es ein wunderschöner Weg durch die Latschen auf dem Kamm entlang, gemütlich Richtung Gipfel. Mit Traumaussichten. Der Gipfel ist schon ganz nah. Da ist der letzte Gipfelaufschwung. Zum Schluss von diesem Westgrat geht es gutmütig ein bisschen steil durch die Latschen. Frankenstein Südwand, ordentlich bevölkert. Gleich mehrere Seilschaften unterwegs. Und wir haben hier die letzten Meter zum Gipfel. Drin ist Gipfelgeiz. Hier ist der höchste Punkt. Ein Panorama. Über zur Zugspitz. Das flache Land. Die Suttenabfahrt. Ja, gerade noch. Und der Rostkopf. Direkt die Mangen nach Süden ab. Für die Steilwand.
am Fahrer, weil da rein jetzt am Oberfahren. Ja, ging auch lieber ein bisschen vorsichtiger zu Fuß. Also es geht da durchaus steil am Abgrund entlang durch schmale Latschengassen direkt den Südgrat runter. Ja, Abstieg durch die steilen Latschengassen am Südgrat. Südseite, da sieht man da oben schön die Grat- und Kammlinie, wie es hinaufgeht. Da ein bisschen Wasser Eis. Dann die kleine Eiszapfen und ein paar Eisblumen. Querungen schon auch nicht. Ja, jetzt geht's den Sonnenhang wieder hinunter. Dann kommen wir Ross und Buchster wieder raus dahinter. So schließt sich der Kreis. Serpentinenweg bergab in der Sonne und dann da drüben Ross und Buchstein, ja, Adelstein.